So kannst du dein Einstecktuch falten. Es gibt zwar mehrere Varianten, wie man Einstecktuch falten kann. Ich persönlich habe aber die letzten 10 Jahre nur zwei verwendet. Nummer 1 ist die Rechteckfaltung. Das habe ich hier jetzt gerade drin und das funktioniert wie folgt, indem ihr einfach nur das Einstecktuch nehmt und komplett immer auf die Ecken faltet. Mehr macht ihr nicht. So. Noch hier zu Ende. Worauf ihr achten solltet, es sollte ungefähr die ganze Breite der Tasche einnehmen. Nicht zu breit, sonst fängt es an zu kriseln. Und bei manchen Taschen müsst ihr es einfach unten nochmal umfalten, weil es sonst zu weit oben raussteht. Das sollte es auch nicht tun. Ansonsten ist es völlig in Ordnung, wenn es so aussieht.